Herzlich willkommen, meine lieben Löwen. In diesem Reading soll es um das Thema Selbstliebe gehen, um die Botschaften, die das Universum für euch bereithalten, wenn es ums Thema Selbstliebe geht. So, dann schauen wir mal. Das sind zu viele Karten, meine Lieben. Ich gucke mal einmal ganz kurz, welche raus möchte. Die möchte. Oh, lieber Löwe. Gut, das ist spannend. Wir haben hier tatsächlich bei dir, lieber Löwe, Selbstliebe ruht gerade. Es ist gerade nicht so die Priorität, beziehungsweise ich habe das Gefühl, die ist so wie begraben. Die findet einfach nicht statt. Es ist so eine Ohnmachts- und Stillstandskarte. Und es ist aber auch gleichzeitig so eine Karte, so von wegen der Chancen, die nicht wahrgenommen wird, ne? Ich habe das Gefühl bei dir, du bist schon jemand, der von außen sehr geschätzt wird, ja? Löwen sind häufig, die haben eine wahnsinnig große Strahlkraft, die haben ein wahnsinnig großes, präsentes Auftreten. Bei Löwen ist es häufig so, sie betreten einen Raum und die Menschen um sie herum drehen sich instinktiv um und denken, hey, da ist jemand, ne? Das Ding ist bei Löwen aber, dass sie häufig in sich drin häufig von so Selbstzweifeln zerfressen sind und dass sie eigentlich gar nicht so hart sind, wie sie nach außen erscheinen. So, das ist so ein bisschen das Ding. Das ist so dieses, die bringen ein natürliches Charisma mit, was sie selber aber nicht für sich selber umsetzen können. Das heißt, in sich selber häufig verunsichert, viele Selbstzweifel, oh, habe ich das richtig gemacht und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das Ding. Und Thema Selbstliebe ist bei dir hier nicht präsent. Das findet einfach nicht statt. Das ist so ein bisschen wie so ein Thema, das ist schon lange, lange ad acta gelegt, ne? Und dementsprechend gebe ich dir hier den kleinen Hinweis, es fehlt nicht viel, um dich wieder mehr selbst zu mögen. Sechs der Kelche, die kleinen Gesten. Dabei geht es darum, tatsächlich sich selber ein bisschen was Gutes zu tun oder beziehungsweise sich selber für Kleinigkeiten auch anzuerkennen. Zum Beispiel, wenn du etwas gut gemacht hast. Das muss nichts Großes sein. Wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Notiz geschrieben hast und deine Handschrift sieht heute besonders gut aus, dass du das lobst und anerkennst. Oder dass du zum Beispiel, wenn du jemand einen Blumenstrauß kaufst, eine Blume für dich selber behältst, ja? Löwen sind auch immer sehr großzügig und mögen Geschenke machen und lieben es, Menschen Anerkennung zu zeigen, ja? Aber guck, dass du da auch ein bisschen was für dich selber behältst. Und Kleinigkeiten. Ich rede hier nicht davon, dass du dir große, opulente Geschenke machen sollst, sondern Kleinigkeiten. Wirklich einfach nur eine Geste des, hey, ich sehe mich selber und ich habe mir selber eine Blume gekauft, weil ich bin es wert. Es geht mit so Kleinigkeiten los. Ganz, ganz winzige Unbedeutsamkeiten fast schon, die dir einfach in Erinnerung holen, ich versuche mich selber zu mögen und ich bin es mir selber wert. Ja, das einmal an dieser Stelle. Ast der Kelche. Hier ist so viel möglich. Also ich habe hier tatsächlich auch so eine Energie mit sich selber Frieden schließen. Oder auch dieses eine Befriedung mit dem inneren Kritiker. Jemand, der immer wieder in deinem Kopf rumspukt und sagt, du kannst das nicht, du weißt das nicht, du bist blöd, du bist zu dick, du bist zu unattraktiv, was weiß ich, ja. Und hier ist die Chance, damit Frieden zu schließen. Und es ist nicht so, dass man diesen inneren Kritiker verbannen soll. Irgendwie ist das menschlich und er hat auch eine Funktion. Aber lass dich von dieser Stimme nicht so sehr runterziehen. Lass dich davon nicht immer wieder ins Wanken bringen. Das habe ich hier als Energie. Schließ mit deiner inneren kritischen Stimme Frieden. Und dann guck mal, was passiert. Ich habe hier tatsächlich die Energie, hier könnte eine Menge los sein. Du bist jemand, der nach außen hin, der andere Menschen wahnsinnig intensiv, leidenschaftlich lieben kann, der Menschen das Gefühl geben kann, dass sie toll sind, dass sie begehrenswert sind, ja? Versuch das auch für dich selber. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Du bist derjenige, der am allermeisten Zeit mit dir selber in seinem Leben verbringt. Deswegen versuch mit dir selber wohlwollend zu sein. Versuch dich selber zu unterstützen. Versuch selber mit dir freundlich zu sein, zärtlich zu sein. Das habe ich hier so. Und das geht bei diesen Kleinigkeiten, bei diesen kleinen Gesten unfassbar schnell los. Ja, das ist kein großes Hexenwerk, sondern das ist tatsächlich was Kleines, was du nur für dich tun kannst. Ich will noch mal beim Löwen eine vierte Karte dazulegen. Rate Schicksals, okay. Ganz spannend.
Lieber Löwe, das scheint ja auch eine Aufgabe zu sein. Also ich habe gerade schon mal gesagt bei einer anderen Legung, ich habe jetzt leider das Sternzeichen vergessen, dass es immer so Zeiträume gibt, wo man gewisse Dinge auflösen kann. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das einen gewissen Sinn hat, dass mir gerade heute Vormittag eingefallen ist, dass ich hier Selbstliebe-Legungen machen möchte. Dass es vielleicht auch für einige Menschen gerade der Zeitpunkt ist, wo sie an der Selbstliebe arbeiten sollten. Oder dass wir einfach so ein Zeitfenster vom Universum bekommen, wo das aufgearbeitet werden soll oder wir einfach diese Selbstliebearbeit in Angriff nehmen sollen. So, mit dem Rat des Schicksals, das bestätigt mich total. Ja, lieber Löwe, das scheint was zu sein, was du schon länger in deinem Leben mit dir rumträgst oder was vielleicht auch schon länger Thema in deinem Leben ist und was jetzt mal wirklich angegangen werden soll. So, das habe ich hier ganz stark als Eingebung mit drin. Und das Rad des Schicksals ist auch immer dieses, du kannst jetzt das Schicksal verändern. Wenn du die Aufgabe angehst, dann kannst du gucken, dass du dich wieder mehr selbst magst, dass du mehr selbstbewusst wirst, dass du dich für dich selber gerade machst und auch, dass du einfach sehr viel liebevoller, sehr viel wohlwollender und sanfter mit dir selber umgehst. Ja, es geht hier nicht darum, dass alle zu kleinen Narzissten werden, sondern dass man einfach genauso liebevoll und freundlich mit sich selber umgeht, wie man es mit anderen Menschen tut. Und auch genauso respektvoll. Auch das ist ein Thema, was ich sehr, sehr wichtig finde. Okay, meine Lieben, das war's dann auch schon vom kurzen Selbstliebe-Impuls-Botschaft. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr glaubt, jemand sollte das sehen, teilt das Video gerne. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es gerne. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder irgendwas dazu sagen möchtet, gerne in die Kommentarspalte schreiben. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Meine lieben Löwen, fangt an. Es scheint wichtig zu sein. Seid freundlich zu euch. Fangt mit kleinen Gesten an und bis zum nächsten Mal.